meisten reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Heute will ich mir mal den direkten Vergleich angucken am Oszilloskop zwischen Kondensator und Spule, also LC-Schwingkreis, und meiner Erweiterung, ob sich an dem Original-Schwingkreis was ändert. Dazu tun wir als allererstes mal nur den Schwingkreis messen. Ich habe jetzt alles andere hier mal abgeklemmt. Das eine Kabel lasse ich jetzt dran. Als Stromquelle nehmen wir 18650, meinen Wochenschrauber. Und ja, ich baue das jetzt mal auf und bis gleich. So, jetzt, ich habe jetzt das Ostsee an die Spule plus vom Akku und hier ist Minus vom Akku, ist schwarzer. Ich tue jetzt quasi die Kondis laden. Nein, nicht die Kondis, den Kondi, der ist ja nicht angeklemmt. Und dann klemme ich schnell den Kondi ab. So. Und klemme das an. Also quasi, das ist unser Schalter. Ne? Ich habe dazu jetzt schon mal eine Aufzeichnung gemacht mit dem Ostsee. Ich spiele die jetzt nochmal ab. Hier sieht man jetzt, was ich gemacht habe. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Da machen wir gleich mal einen Screenshot, würde ich sagen. Bildschirmproben abgeschlossen. Wir können ja jetzt mal durchgucken, ob wir noch eine andere haben. Also ich hatte drei Stück gemacht. Müsste ja ungefähr immer selber rauskommen. Natürlich finde ich jetzt gar keinen. Warum das? Da, das war 68, das weiß ich mehr. Hatten wir den 28er? Hier haben wir noch mal einen. Der sieht, glaube ich, ein bisschen besser sogar aus. Da haben wir auf dem Anklemmen den Funken aus. Ich würde jetzt den nehmen, weil es so ist, es besser. Manchmal ist beim Anklemmen hier ein bisschen Funke und dann kommt dieses Geschnürgel vom Anfang. So sieht es doch schön aus. Jetzt mal den noch ein bisschen rüberschieben. Ja, so sieht es doch schick. Ich stöße jetzt mal ganz vor, grob hier ist dann Ende. Ne? Wir speichern das jetzt mal und machen den Gegentest. Ne? So, für den Gegentest ist gar nicht viel. Mache ich jetzt einfach nur den Kondi mit der LED rein. Deswegen nur die Krokoklemme, dass ich das schnell machen kann. Gut, ist dran. Und jetzt machst du dasselbe wieder und wir vergleichen das mal dann wahrscheinlich am PC. Die zwei Bilder schieben das mal übereinander und so, ob das ungefähr gleich ist. Ne? Ich mache das jetzt wieder, bis gleich. So, ich habe jetzt wieder quasi dasselbe gemacht. Eben mal hier ran, dann an die ganze Geschichte und dann kommen wir auf dieses Bild. Ich habe es so schon fotografiert. Fotografiere es nochmal. Da weiß ich, dass es das Doppelte das Zweite ist. Wenn wir das machen, ich zeige euch das jetzt nur mal als Beispiel, ist der Unterschied, dass hier in dem Kondi nach der Geschichte noch eine Ladung drin ist. Also darum geht es. Ich mache es jetzt nochmal. Ne? Zack. Jetzt seht ihr hier kurz 2 Volt. Ne? Geht noch mehr. Die LED frisst da noch ein bisschen. Also die Hälfte, über der Hälfte der Ladung kommt zurück, das ist schon krass. Ah, der Vollständigkeit halber. Muss ich jetzt noch was hinzufügen, ich habe die Messungen nochmal gemacht, weil ich bei der ersten oder zweiten, weiß ich es nicht mehr, habe ich nicht lange genug den Kondi geladen. Ich hatte einfach nur kurz ran und den entladen. Bei der zweiten Messung habe ich es einfach hier den Kondi komplett laden lassen, ein bisschen, sage ich mal, 1, 2, 3 Sekunden lang dran. Und dann die Messung. Und die gucken wir uns dann am PC mal an. Ich habe die Schaltung jetzt nochmal gemessen. Mit Diode und zweiten Kondi am Ausgang. Und habe über der Diode plus über Spule den zweiten Messkopf angeklemmt. Das ist jetzt der gelbe. Und da sieht man, dass es bei der unteren Halbwelle
zu dem Puls kommt, aber irgendwie, keine Ahnung, interessant.